Das hat jetzt erstmal Priorität. Aufzuladen. Durchaus immer angebracht. So, die lassen sich doch bestimmt wahrscheinlich besser mit dem Dark Beam besiegen, da das Lichtquellen sind. Ja, mit einem Schuss. Aber okay, so, das können wir das jetzt. Fahrt nach Torvus. Ah ja, stimmt, wir hatten ja von dem Hologramm des, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, des Wächters von Argon, des luminotischen Wächters von Argon, hatten wir ja schon dieses Übersetzungsmodul erhalten. Aber gehen wir erstmal hier zu unserem Freund Umos zurück, um uns ein Dankeschön abzuholen, vielleicht auch noch mehr als einen feuchten Händedruck. Na gut. Ich danke dir dafür, dass der Tempel von Argon nun wieder von Energie durchströmt wird. Ist. Lesen müsste man können. Deine Tat gereicht den Lumino zur Ehre, jenen, die dahin schienen wie jenen, die unter uns weilen, hier unter meinem Schutz in tiefer Stase ruhend. Naja, seine Verstärkung, ne? Sei auf der Hut, ob der Ingen, die nicht leicht in die Schranken zu weisen sind. Gewiss werden sie danach trachten, für dein Werk Rache zu üben. Ja, den Eindruck hatte ich durchaus auch schon. Nun, da sie die Energie der Wüste missen, werden sie ihr Streben auf andere Länder ausdehnen. Ja, das tut mir ja schrecklich leid für dich, aber... Ich vernehme ungewöhnlich viele Aktivitäten der Ing im Sektor von Torvus. Der Feind rückt voran. Der Morast von Torvus ist fürwahr tückisch und er mag ein beträchtliches Hindernis für dich darstellen. Sei dir dessen bewusst, wenn du dich durch den Sumpf bewegst. Ja, kommen wir wohl nicht drum rum, hä? Suche den Tempel von Torvus auf, dort erwarten dich weitere Weisheiten. Möge das Licht des Äthers dir stets ein treuer Diener sein. Ja, und wir haben ja vorhin schon da so einen Pfad geöffnet mit einem Transporter, der uns da nach Torvus bringen soll. Eine Sumpfgegend, also okay, das heißt also, da wird es wohl auch Abschnitte geben, die unter Wasser sind, was für uns ja nicht ganz so gut ist. Aber gut, ist unser nächstes Ziel und ist auch einer der einer der Bereiche, mit denen ich persönlich immer sehr, sehr starke Probleme habe. Da die ganzen Sachen wiederzufinden, habe ich da auch bei weitem nicht mehr so gut in Erinnerung, wo sie sich alle befinden, aber okay. Müssen wir uns irgendwie durchschlagen und werden wir bestimmt auch schaffen. Wird vielleicht nur ein bisschen mehr Zeit beanspruchen als jetzt in dem Argon-Sektor. Aber gut. So, okay, dann gehen wir mal hier lang. Ist noch so ein Block in der Mitte, der natürlich verhindern soll, dass wir zu früh hier lang gehen. Könnten hier theoretisch natürlich weitergehen, sobald wir die beiden Beams eingesackt haben, aber man wird sich das Leben nur selber schwer machen, wenn man irgendwann im dunklen Torvus landet ohne den Dark Suit. Von daher sollte man es nicht tun. So, diese Viecher kennen wir auch noch aus dem ersten Metroid Prime Teil. Jetzt haben wir nur halt keinen Wave Beam da, um die
zu bearbeiten, aber die sind ja halt gegen andere Sachen anfällig. So, da ist der Schalter und da haben wir unseren Fahrstuhl, der uns dann zur nächsten Gegend in der Nähe des Tempels bringt, wo wir dann Richtung Torus gehen können. Ah ja. Willst du Erleuchtung und Frieden finden? Oh ja, das werden wir bestimmt. Aber gut. So, kommen wir jetzt da hier in den östlichen Bereich. Ja, nee, östlich ist es nicht. Wir haben jetzt den Norden komplett einmal rumgedreht. Deswegen, ja, Himmelsrichtung sollte man schon beherrschen. Kompass lesen sollte noch drin sein, aber bevor ich mich da jetzt in der Scheiße reinrede, lasse ich es einfach mal sein. So, holen uns mal ein bisschen Munition für den Darkbeam. So, was haben wir denn? Da haben wir eine grüne Tür. Da kommen wir nicht weiter. Metroid-Veteranen werden natürlich wissen, was man dafür braucht. Das hat sich hier in diesem Spiel auch nicht geändert. So, dann irgendwie was Nützliches. Ja, nur die Beinbehälter. Okay. So, diese Halfpipe, die werden natürlich auch noch einige kennen aus dem Vorgänger. Da haben wir leider auch noch nicht das passende Item, um hier hochzukommen. Oh Gott. Kommen sie uns direkt ins Gesicht geflogen und scheint irgendwie immun gegen unsere Kanone zu sein. Eigentlich nicht fair sowas, aber okay. So, noch so ein Wespennest. Da oben ist ein Portal, okay. Da ist eine grüne Tür, das heißt also, das Portal ist unsere einzige Chance, hier weiterzukommen. Ach man, ich verwechsel immer den Scheiß Beam, den ich da nutzen muss. So, hier können wir auch, ja, können wir nur in die Richtung zurückgehen. Zumindest fürs Erste. Gar nicht auf dem Radar zu sehen, aber gut. Unser Mr. Radar hat manchmal auch eben seine Probleme. So, verlassenes Lager. Okay, schon wieder so eine Ansammlung von Würmern. Das ist Giftgas. Noch mehr davon. Oh, ist eine lange Strecke, die wir hier gehen müssen. Oh Gott. Die haben wir noch nicht eingescannt. Die beschädigten Wächteraugen. Macht sie aber auch nicht gefährlicher. Ach man, dieser Scheißschluck auf. Ist schon die ganze verfickte Session hier. So, was ist das? Luminotische Versorgungssphäre, eine zum Befördern von Truppen. Wurde zurückgelassen. Okay, den müssen wir wahrscheinlich irgendwie in Bewegung setzen.
auch ein bisschen mit Energie versorgen. Ah, okay, da ist aber Kristall drin. So, Sperrkristall eines Sicherheitssystems. In dem befindlichen Bombenmulde muss einen Energieimpuls halten, um die Einheit zu entriegeln. Wenn alle vier Sperreinheiten entriegelt sind, kann die Gondel mit Energie versorgt werden. Okay, ja, wir haben da ja schon, sehen wir schon mal zwei. Da sehen wir auch alle vier. Jetzt müssen wir nur noch. Ah ja, da sehe ich doch was. Da ist so ein kleiner Lift, den wir nutzen können. Ach, okay, scheiße. Ja, ich erinnere mich dunkel daran. Das ist jetzt hier diese Stelle, wo die mit solchen Türen, wenn wir die betätigen, werden die abgesperrt. Da können wir also nicht einfach mit quasi einen nach dem anderen da vorgehen, dass wir die alle so dort abriegeln können. Okay, können wir, glaube ich. Oh Mann, verdammt. Können wir, glaube ich, erst den mitnehmen. Ja, okay, da wird das blockiert. Das ist nicht weiter wichtig für uns. Hm. Ja, das ist schon eher schlecht für uns. Ah, okay, ja, passt. So, dann haben wir auch schon alle. Ah ja, und da ist das Hologramm, mit dem wir die Gondel dann aktivieren können. Leider mit nicht sehr hoher Geschwindigkeit, aber dafür mit einer Menge Gegner, die uns auf den Sack gehen. Nächste Schwarm. Ah ja, und da ist ein hochgelegenes Portal. Dann wollen wir das doch mal nehmen. Das sollte uns doch nach so viel Aufwand auch eigentlich weiterbringen können. Oh, ja. Wir haben damit die grüne Tür überwunden, sind aber mitten in einem Piratenlager gelandet. Und nicht nur das, es sind auch noch Piraten, die von den Ingen besessen werden. Aber für uns überhaupt gar kein Problem. Waren sie vorher nicht und warum sollten sie es jetzt sein, wenn wir den Lightbeam haben, ne? Ach Gott, man weiß ja nie, ne? Okay. Egal, so, wir gehen weiter voran. Und hier warten gleich die nächsten Freunde auf uns. Mit seinem beschissenen Granatwerfer. So. Oh, kriegen noch schöne Granate ins Gesicht. Aber, als beste Kopfgeldjägerin der Galaxis stecken wir so etwas weg. So, was wir noch nicht wegstecken können, ist, dass wir nicht durch diese Tür kommen. Denn das ist eher ein bisschen ärgerlich. Aber naja, müssen wir wohl auf später verschieben. So, wir müssen jetzt aber mal, ja, wir müssen einmal durch diesen ganzen Raum hier durchgehen und das brauchen wir irgendwie als Plattform. Ja, falscher Beam. Ah, okay, ja. Da zeigen ja quasi schon die Schienen, wo das Ding sich hin verschiebt. Von daher alles gut. Sind wir gerade ein bisschen geizig hier mit Beam-Munition. Und sind dafür spendabel mit Wasser, was uns allerdings ausbremst. Aber egal.
Dafür haben wir diese schönen Plattformen hier. Ist ja nicht so, dass wir da drin ertrinken oder dergleichen. So, endlich mal wieder ein bisschen Munition, obwohl wir eigentlich auch genug haben. So, und da kommen wir durch. Wäre jetzt auch scheiße, wenn nicht. So, einen Umweg können wir hier nicht nehmen, aber hier gibt es noch was für uns. Zum einen einen neuen Bericht. Zum anderen einen weiteren dieser Blöcke. So, vielleicht bringt er uns noch zu irgendeinem Item zufällig hin. Würde ich ganz gut finden, aber ich glaube, das ist einfach nur eine Abkürzung, damit wir hier schneller zum Eingang hinkommen. Aber ist auch nicht schlecht. Denn früher oder später müssen wir sowieso mal wieder hin. Spätestens, wenn wir was haben, um grüne Türen zu öffnen. So, aber gut. Jetzt müssen wir, glaube ich, auch gleich beim Transporter sein. Okay, alle im Eimer. Ich glaube, hier ist auch sonst nichts mehr. Außer die weite, weite Außenwelt, zu der wir nicht hingehen können. Aber gut. So, da ist der Transporter. Dann können wir jetzt endlich das erste Mal den Sumpf von Torvus betreten. Wo eine sehr, sehr entspannende Musik läuft, die ich nicht selten verwende, um abends gut einschlafen zu können. Das heißt nicht, dass die langweilig ist. Die ist einfach nur sehr entspannt, wie ich finde. Und klingt auch noch 30 Mal besser als die, die im Kristallwald läuft. Aber gut, könnt ihr euch ja selber von überzeugen. So, sieht natürlich, so ein Sumpf sieht natürlich ein bisschen anders aus als ein Ödland. Werden hier nicht selten auf Wasser stoßen. Das dürfte ganz klar sein, denn immerhin gehen wir hier durch einen Sumpf. Ich weiß gar nicht, warum ich das alles erzähle, aber egal. So, da wären wir. So, und gleich hat es hier auch einen der Luminoth hin verschlagen, den war vernichtet, wollte ich schon sagen. Von dem wir seinen Bericht uns holen. Und sonst gibt es ja auch noch hier ziemlich viele andere Sachen einzuscannen. Natürlich viele neue Lebewesen und irgendwie merke ich schon, wie ich gerade spreche, sollte ich, glaube ich, gleich mal eine Pause einlegen. Denn ich fühle mich so ein bisschen müde, muss ich sagen. Könnte daran liegen, dass wir jetzt 2 Minuten diese Musik gehört haben. Aber hey, hier ist immerhin der Shredder. Shredder sieht irgendwie eher aus wie so ein Gegner aus den alten Zelda-Spielen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie die heißen. Aber irgendjemand wird sich da bestimmt dran erinnern können. Oder ich schlage es einmal selber nach. Und schreibe es dann in die Videobeschreibung, wenn mir nichts Interessanteres mehr einfällt. Aber okay, so, mal kurz hier ein bisschen umgucken. Brücke derzeit ohne Energieversorgung. Die Scanner ist lange im Kontrollfeld, lässt sich die Versorgung wiederherstellen. Okay. Und was haben wir hier? Nichts. Okay, das Gras ist hier tatsächlich mal, gehört hier tatsächlich mal nicht zum Logbuch, wie im ersten Teil. So, aber hier ist auch nichts weiter für uns. Jedenfalls nichts, wo wir jetzt irgendwie hinkommen können. Okay, da oben ist ein Missile-Container. Aber da braucht man natürlich ein gewisses Item, um da hinkommen zu können. Was in diesem Spiel rein zufällig nicht dasselbe ist, wie in vielen anderen Metroid-Spielen. Aber
Dazu vielleicht ein andermal mehr. Ja, ich glaube, es hat jetzt nicht sehr viel Sinn, hier großartig noch was auf die Beine zu stellen. Mal gerade hier. Gekoppelt, irgendwie in der Brücke lassen sich die Tore öffnen. Ah, okay. Ja, wir müssen da irgendwo unten durch und den Schalter dafür finden, sonst geht's hier nicht weiter. Aber ich glaube, das werde ich mal aufs nächste Mal verschieben. Ja, ich fühle mich ein bisschen müde und ich denke, damit will ich... Ich will euch nicht mit solchem Zeug... mit solchem Zeug will ich nicht hier eure Zeit verschwenden. Dann will ich lieber weiterspielen, wenn ich bei 100% bin. Schanzling. Ja, okay. Nehmen wir den noch mit und knallen von dem noch ein paar ab. Damit wir uns besser fühlen. Wir sind ja sowieso wieder da, wenn wir das nächste Mal weiterspielen. Ich guck noch mal kurz gerade hier rein, ob es hier noch irgendwo... Ah ja, okay. Da würden wir zu einer weiteren Tür hinkommen. Ja, also ich guck sonst noch mal hier schnell rein. Obwohl, ja, ach, da müssen wir, glaube ich, eine Runde drehen. Und dann von der anderen Seite können wir dann den Schalter in dem vorherigen Raum betätigen. Ja, okay. Ja, ich glaube, wir lassen das fürs erste Mal. Ich gehe jetzt speichern und dann, bevor ich beim Spielen einpenne... Nee, so weit wird es hier nicht kommen, aber bevor ich zu müde wäre und die Fähigkeiten zu sprechen verliere oder... sonst irgendwas, gönne ich mir eine Mütze voll Schlaf und dann geht's beim nächsten Mal dann weiter. So, ja, dann speichern wir ab. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit. Und bedanke mich auch natürlich für eure Kommentare oder Bewertungen, egal ob Daumen rauf oder runter. Und dann würde ich sonst sagen... beim nächsten Mal geht's dann weiter in diesem schönen Sumpfgebiet und ja, dann heißt es wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming. Mann, verabschieden ist schwer.